Was geht's, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush für die Vicky-Tinan, zurück bei Let's Play Dragon Ball Super Budokai Tenkaichi 2 für PlayStation 2. Wir machen weiter bei der Cell Saga. Dieses Mal werden Son Goku und die anderen angegriffen durch die Baby-Cells, weil Cell ja Son Gohan provozieren möchte, dass er seine volle Kraft, gegen ihn einsetzt. Ein schwerer Fehler, wie er dann später feststellen wird, aber ja. Jetzt müssen wir erstmal mit den anderen Charakteren spielen und versuchen, die ganzen Baby-Cells abzuwehren. Aber zuerst mal, will ich mal offscreen gucken, dass ich hier vielleicht wieder einen weiteren Dragon Ball kriegen kann. Moment, wir steuern nicht am Chu oder Tenshin Han? Die sind ja auch Teil davon. Nee? Stattdessen haben wir nur die Charaktere. Habe ich bei Evolution Siege geguckt hier? Ja, es passt so, wie es ist. Ja gut. Ja, dann schaue ich halt jetzt mal offscreen, dass ich den Dragon Ball erwische und dann sind sie wieder beim Hauptkampf gegen die Baby Cells. Dann mal los. Cell schafft einen Schwarm hässlicher Baby-Cells und hetzt sie auf die Sea-Kämpfer. So, Yuki, Cell Junior tachi wo. Nannara koroshitemo kamamon zo. Ja, das sind sie. Sie sind so ziemlich stark wie der Vater. Und alter Schwede, wie viel Level haben die hier? Ist es ein Überlebenskampf einfach nur? Oh, shit. Und nur zu dritt gehen die ganzen Horde da. Aber ja. Na, ja, der Grund, warum ich mich weigere, Cell Junior zu nennen, ist, weil sie sind mir als Baby-Cells vorgestellt worden. Und ich finde, das passt auch besser als Cell Junior. Sorry. Achso, hier wieder ein Fluchtkampf. Nee, ich versuche jetzt die Viecher zu bekämpfen, weil vielleicht bekommt man dadurch wieder was. Mal schauen. Ich versuche sie zu besiegen. Es wird schon irgendwie gut gehen. Nein, du kannst mir nicht entkommen. Und richtig ran hier. Hier komme ich. Zack. Bam, barada, baram, 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 barum. Ihr habt keine Chance. Hey, wenn das was wird, ich schwöre, würde mich schon freuen. So, noch ein letztes Mal. Und der erste ist also schon mal down. Trotzdem läuft die Zeit weiter während der K.O.-Animation. Das finde ich ein bisschen bescheuert. Jetzt greift er selber an. Ah, was? Da kommt sofort wieder zurück. Shit. Na warte. Steh auf, Mann. Ah, shit, jetzt werde ich hier gekombot wie wahnsinnig. So, jetzt komm ich. Oh nein! Shit. Ich musste gerade eine Kombo starten. Aua. Oh nein!
Alter! Ja komm, beim zweiten muss ich... Oh nein! Es kann nicht wahr sein, ey! Spammt er das jetzt auf mich? Scheiße! Ich weiß, wenn ich wechsle. Trunks, du bist dran! Zeig's ihnen! Was in dir steckt. Hehe, den konntest du nicht ganz ausweichen, mein Freund. Hier komme ich! Sehr schön. Der zweite down. So, schnell, 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 bevor die Zeit abläuft. Oh Gott, ich hoffe, es reicht noch die Zeit, dass ich die restlichen drei auch noch besiegen kann hier. So, erstmal schnell verwandeln hier. Und dann gehen wir richtig ab hier. Oh shit. Ja, das hat er genutzt, um dann mich selber zu comboen. Nein. Nice one, dass ich ihn noch erwischen konnte. Ah, shit. Nochmal zurück zu Son Goku, oder? Ja. Na komm! Verschwend nicht meine Zeit! Na, es geht sich nicht aus, oder? Hey, das wird sich nicht ganz ausgehen. Egal wie schnell ich bin. Aber vielleicht gibt's noch ein Wunder. Mal schauen. Ja, er wechselt. Shit. Nein, daneben. Und ich komme nicht dazu, meinen Superangriff einzusetzen. Shit. Das wird sich nicht ausgehen. Ja, toll, er teleportiert auch noch weg. Der kleine Arsch. Und bitte treffe... Nein! Scheiße, 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 scheiße! Ja, 10 Sekunden. Das geht sich nicht aus. Ach, verfickte Scheiße nochmal. Ach. Kann ich gleich aufgeben, den Scheiß. Da war zu gut angefangen, aber es musste natürlich wieder scheiße werden am Ende. Immer am Ende. Ab dem zweiten muss es so derbe scheiße werden. Also doch lieber Piccolo gleich hinzufügen. Aber der hat einen höheren Level. Nichts gegen Trunks selbst. Okay, so. Der könnte also mehr Damage machen, der braucht keine Verwandlung von vornherein. So, sicher gleich einmal springen. Oh nein. Das fängt ja wieder gut an. Ach, shit. Oh. Hahaha. Die begeben mir keine Gelegenheit mehr, schnell zu blocken, während ich auflade. Komm her. Kannst du knicke hier. Wo gehst du hin? Shit, dreh dich doch mal um! Jetzt aber. Ich glaube, es lohnt sich hier, da diese Superkräfte zu spammen. Erwischt! Steh schon auf, Kleiner. Ach, da flieht die Sau. Na gut, dann nimmst du den Schlag für ihn an. Da, 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 ba, da, bam, baum.
Sehr schön. Oh shit. Ach komm! So, jetzt war. So will ich das sehen hier. Komm her! Oh nein! Ah, das war klar! Woher sollte ich das denn riechen, dass er den Scheiß versucht? Boah, so wenn ich in der Combo bin, kann ich kaum was machen. Nein! Alter! Nein! Okay, passt. Ja, endlich mal einer down. Kleine Drecksarsch, wie hat er das so schnell geschafft, das abzublocken? Mann! Hör dich auf! Mann, lass mich! Kleiner Drecksack! Boah. Jetzt reicht's! Hör auf! Endlich! Schaffst du jedes Mal keinen zweiten mehr zu besiegen? So, wollte schon sagen, wehe, wenn er das wieder macht. Das wird sich nicht ausgehen, wieder mal. Ich muss noch drei weitere auch noch besiegen. Und der steht auch viel zu schnell auf, bevor ich mich überhaupt aufladen kann. Ah, warte mal, ich kann ja... Saiyajin-Seele verwenden, ne? Na, kann ich nicht, solange ich in einer Combo bin. So, jetzt war. Jetzt gehe ich richtig ab hier. Oh nein! Ja, dafür wirst du büßen. Shit. Komm, triff ihn da. Oh Mann, da muss er eine scheiß Höllenspirale einsetzen. Oh nee, das wird sich auch wieder nicht ausgehen. Ich sehe schon die Zeit. Ah, dann werde ich es halt offscreen machen, bis ich es endlich den Scheiß mal geschafft habe. Weil ganz ehrlich, das muss doch zu schaffen sein. Es muss doch dafür was geben. Und selbst wenn ich dann auf leichten Schwierigkeitsgrad umstellen muss, ist mir scheißegal. Ich will wissen, was es dafür gibt. Ja, komm. Das Überleben an sich ist ja kein Problem, aber ich will wissen, was passiert, wenn ich alle besiege, bevor die Zeit abläuft. Come on, das darf doch wohl nicht zu viel verlangt sein. Oh,
Okay, geschafft. Aber ich bin dabei auf Level 1 runtergegangen, wie ihr sehen könnt. Hab wenigstens einen Dragon Ball noch dazu bekommen. Ja, aber ich sehe gerade, es gibt nichts Spezielles. Vielleicht doch auf einem höheren Level, keine Ahnung. Vielleicht sind es aber auch wirklich nur die Erfahrungspunkte. Versteht aber... Ich hab's lieber gleich so gemacht. Gut. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir weitermachen hier. Die Babycells greifen die Sea-Kämpfer erbarmungslos an. Ironischerweise reicht das aber nicht, um Son Gohan zu provozieren. Naja. Noch nicht ganz jedenfalls. Aber es gibt etwas anderes, was das, etwas anderes, was da getroffen wurde, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Es gibt da keine Sequenzen mit C16, kein Dialog? Son Gohans Zorn explodiert wie nie zuvor. Endlich offenbart sich seine wahre Stärke. Ist immer noch Level 1? Ich glaube, da werde ich gucken, dass ich dann das auf Level 2 stelle und dann sind wir bei dem Kampf wieder. So, jetzt sind wir auf Level 2. Da sieht man schon einen besseren Level. Na schön, da machen wir mal die Babycells endgültig fertig. Aber es wundert mich, dass einfach der Dialog mit C16 ausgelassen wird. Aber hier sieht man schon, da geht Son Gohan schon richtig besser ab mit seiner Combo hier. Wie er sich so rumwirbelt, das finde ich einfach nur geil anzusehen bei Budokai Tenkaichi Games. Bei solchen Charakteren, die wirklich besonders schnell angreifen können mit ihren Kombos. Jetzt geht er richtig ab hier. Na, du entkommst mir nicht, Freundchen. Volle Power. Kabumski. Hoho, das macht Damage.
Darf nicht vergessen, dass ich das dann auch gegen Super Perfect Cell verwende. Da wollte er mich packen, ne? Dieser kleine Schlingel. Und trotzdem noch das Masenko hier. Aber mit wirklich extrem viel Damage. Gigigi. Jetzt Schluss mit Gigigi. Ich bin mal gespannt, wie dann diese Maschinengewehr-Laser-Attacken wie viel Power sie später in Sparking Zero, also wie viel Schaden sie überhaupt in Sparking Zero machen werden, weil die werden ja auch wieder genervt sein. Wie Sau. So wie in Budokai Tenkaichi 3. Ich weiß auch allerdings nicht, wie der Story-Ablauf sein wird, weil ich hörte, dass man wirklich mit mir, dass man wirklich eine Story mit jedem einzelnen Charakter beschreitet. Also, das ist jetzt in ähnlichen Wege bestreitet wie zum Beispiel Budokai 3. Das wäre schon cool. Aber bei so vielen Charakteren, ich weiß ja nicht. Weil selbst wenn man die Verwandlungen ausschließt, sind es auch wirklich ein Haufen Charaktere. Weil auch die separaten Verwandlungen sind ja als jeweils ein Charakter. Da darf man mal gespannt sein, wie das noch wird. Ich stehe schon auf, damit ich dir eine damit verpassen kann. Und das wär's. Weggefetzt. So sieht's aus. In Winnes alle vernichtet Son Gohan die Baby Cells. Selbst der mächtige Cell zeigt sich von Son Gohans Macht beeindruckt. Klar, wie Klosbrühe. mit dieser Verwandlung allein hat er ihn komplett übertrumpft. Okay. Ich weiß aber nicht, ob es auch eine Oberweltkartenerkundung gibt. Das wäre schon schön, wenn es das auch geben würde. So, es gibt einen speziellen Kampf wieder, sehe ich gerade. Aber hier gegen wen? Werden wir dann ab dem nächsten Part herausfinden. Ich meine, an sich von Charakter zu Charakter jeweils eine Story bestreiten. Ja, an sich klingt das cool, aber gleichzeitig auch bei so viel. Das wird aber ganz schön viel. Da wird aber ganz schön viel abgehen werden. Wird wahrscheinlich ein elendig langes Spiel sein. Wahrscheinlich mindestens doppelt so lang wie Budokai Tenkaichi 2. Oh Mann. Und sogar dreimal so lang, weil wenn man schon bedenkt, dass allein schon der englische Sprecher von Son Goku 80 Stunden Stimmmaterial aufgenommen für 80 Stunden Stimmmaterial aufgenommen hat. Uff. Da kann man sich schon vorstellen, dass der Einzelspielermodus wirklich extrem viel Inhalt schon von vornherein bieten wird. Man darf gespannt sein. Ich wünschte aber auch, dass es eine Oberweltkartenerkundung gibt, wo man von Kampf zu Kampf geht. Ich hoffe, dass das auch so stattfinden wird wie hier zum Beispiel. Aber man wird sehen, wie das noch kommt. Am besten, wenn ihr es wisst, nicht spoilern, okay? Einfach nicht spoilern. Ich will es selber herausfinden, weil ich weiß eh schon zu viel. Durch die ganzen Trailer wurde schon zu viel gespoilert. Na gut, aber im nächsten Part geht's jetzt weiter mit den, wahrscheinlich jetzt mit den Rest der Cell-Saga, bevor wir dann ja noch weitere Filmsagen oder was wäre wenn Sagas bestreiten. Aber es wird auf jeden Fall erstmals eine
Filmsaga, also auf jeden Fall wird es erstmal dann mit einer Filmsaga dann weitergehen, weil ich nehme mal an, dann mit der BoJack-Saga. Weil die spielt ja so ziemlich nach den Ereignissen von den Cell Games. Ich sag deswegen so ziemlich, weil es da trotzdem so Widersprüche gibt hier und da. Aber das ist ja bei den ganzen C-Filmen ja wirklich so ziemlich bei den ganzen, bei allen C-Filmen so der Fall. Da gibt es wirklich einige Widersprüche, die sie jetzt eher nicht Kanon machen. Anders als die ganzen Superfilme, die ja komplett Kanon sind. Aber gut, ja. Danke für die Aufmerksamkeit, wie immer. Wenn es dir gefallen wurde, Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush for the Wicked hinein. Bis diesem Part von Let's Play Dragon Ball Super Kaioken Kaiji 2 für PlayStation 2. Also auf Wiedersehen und Ami, Ami. Tschüsschen, Leute!